Genau, mein Name ist Amine Taschdam. Ich bin Beraterin bei der Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen und wir beraten Schülerinnen, Eltern oder auch Lehrkräfte oder anderes pädagogisches Personal im Schulraum, wenn es darum geht, dass Diskriminierung Thema ist und die Betroffenen dagegen vorgehen möchten. Uns erreichen in den letzten Jahren stärker verstärkt Diskriminierungsmeldungen, wo es um die Verwendung des N-Wortes geht in der Schule. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns mit verschiedenen Akteurinnen zusammengesetzt, wie Querformat, als auch Narut e.V. und auch Lehrkräfte der Fritz-Carsten-Schule aus Berlin-Neukölln. Und haben einen Leitfaden, den ersten Entwurf für einen Leitfaden entwickelt für Lehrkräfte, die unsicher sind oder die da eine Handlungssicherheit haben möchten, wie sie damit umgehen können im Umgang mit dem N-Wort. Genau. Der Leitfaden bezieht sich auf eine spezifische Anfrage und Unterrichtssituation und ist nicht als feststehendes Dokument zu verstehen, vielmehr als eine Momentaufnahme. Und der soll sozusagen den Lehrkräften dabei unterstützen, dass sie sich, also die Unsicherheit und Hilflosigkeit abzubauen und ihren Unterricht rassismuskritischer zu gestalten. Wenn es darum geht, im Umgang mit dem N-Wort und andere rassistische Begriffe in Lehrmaterialien. Genau. Wir stellen uns eine Situation vor, wenn eine Lehrkraft sozusagen eine Kurzgeschichte auswählt aus dem im Deutschunterricht, im Schulbuch und das N-Wort ist mit drin enthalten und sie hat gleichzeitig Schülerinnen, schwarze Schülerinnen in der Klasse und das kann natürlich sehr herausfordernd für die Lehrkraft sein. Und aus dieser Unsicherheit heraus haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie kann man denn mit dieser Situation umgehen. Die Gesetzesgrundlage, die ist seit im Berliner Schulgesetz ist eigentlich klar, Diskriminierung und rassistische Zuschreibung verboten. Explizit Bezug auf Schulbüchern wird das 2018, Dezember 2018, benannt und auch ist seitdem verboten. Das heißt, dass Neuanschaffungen ab diesem Zeitraum, wo man darauf zu achten hat, dass keine diskriminierenden Begriffe oder auch Bilder und auch rassistische Zuschreibungen verboten sind. Das gilt aber nicht rückwirkend. Das heißt, es gibt immer noch ältere Texte, die das N-Wort ausgeschrieben haben, wo das benutzt wird. Ja? Und genau. Inwieweit müssen diese Texte überhaupt eingesetzt werden? Das ist die Frage. Gibt es Alternativen, die kein Kind oder kein Schüler diskriminiert, verletzt und entwürdigt? Ja? Ungeachtet dessen, ob betroffene Personen in der Klasse sich befinden. Und Lehrkräfte, die das Wort aussprechen und verwenden, reproduzieren Rassismus. In einem Fall hat ein Dozent in einem OSZ über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz referiert und in dem Zusammenhang auch das N-Wort ausgesprochen, woraufhin sich zum Beispiel eine Schülerin, die jetzt selber nicht betroffen war, aber trotzdem sich beschwert hat und er wollte das zum Beispiel nicht einsehen, ja. Und trotzdem durch Gespräche mit der Schulleitung sind sie dahin gekommen, dass sie dann das Wort nicht in der PowerPoint oder auch in mündlichen verwenden. Das heißt, es gibt immer wieder Fälle, wo das Thema ist und wo Schüler und Schülerinnen betroffen sind. Einige trauen sich nicht, dagegen vorzugehen, weil sie einfach in einer schwächeren Position sind. Und diejenigen, die das machen, ist natürlich zu hoffen, dass die Schule auch ein Stück weit sensibilisiert ist. Genau. Zu den Handlungsempfehlungen würde ich an Eduardo vom Narut e.V. übergeben. Ich würde den Link zu dem Leitfaden, der ist 7, 8 Seiten lang, nochmal in den Chat angeben.
Vielen Dank, Amine. Mein Video ist noch nicht zu zeigen. Okay. Gut, so vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier zu sein. Im Nahut e.V. arbeite ich in verschiedenen Projekten. Eine von meinen Projekten ist Stärkung afrikanischer Eltern. Und da arbeiten wir stark auch mit Rassismus-Thema in schulischer Kontext. Genau, also zu den Handlungsmöglichkeiten. Die erste wichtige Handlungsmöglichkeit ist einfach, wie Amine schon erwähnt hat, dass dieser Begriff nicht zu verwenden. Das ist einfach so, weil das Rassismus reproduziert. Aber es gibt sehr spezifische Kontexte, wo die Lehrkräfte das benutzen sollten. Als wir das gearbeitet haben, haben wir so spezifische, sehr, sehr spezifische Kontexte sozusagen imaginieren. Und in diesem Kontext wäre zum Beispiel, wenn man Kolonialismus im Unterricht thematisiert oder wenn man genau Rassismus oder Antirassismus im schulischen Kontext thematisiert. In solchen Kontext kann sein, dass diese Wort zu verwenden ist, aber auch in diesem Kontext muss man wirklich über diese Notwendigkeit sozusagen doppelt reflektiert. Das heißt, die Lehrkräfte sollten denken, nachdenken, warum sie genau diesen Text nehmen, wie relevant ist dieser Text, muss er verwendet werden oder gibt es zum Beispiel andere Texte ohne das N-Wort? In welcher Relation steht die Notwendigkeit der Bearbeitung gerade dieses Texts zu möglicher Verletzung einer Schülerin? Also die Lehrkräfte sollten auch genau erklären können, das ist wichtig, warum sie sich für solche einen Text entschieden haben und worin genau der Mehrwert dieses Texts für die Unterrichtsziele liegt. Eventuell kann die Verwendung eines Texts relevant sein, wie es schon erwähnt, für spezifische Themen wie Rassismus und Kolonialismus oder zum Beispiel auch Perspektiven schwarzen Autorinnen, die auch zu den Themen in diesem Bezug sich fokussieren. Und eine andere Handlungsmöglichkeit ist auch die Einbeziehung von schwarzen Schülerinnen im Vorfeld. Also das Angebot machen, dass sie sich einbeziehen können. Nicht als Experten zum Beispiel von Antirassismus oder von verschiedene Aspekte der Rassismus, sondern auch zu verstehen, ob und falls ja, wie solche Texte mit N-Worten überhaupt gelesen werden sollten, beziehungsweise wie das für sie wäre und wie sie sich einen Umgang damit wünschen. In dieser Vorerklärung können gegebenenfalls die Eltern, die Erziehungsberechtigten eingebunden werden, um die Schülerinnen mit der Thematik nicht zu überfordern. Zur Planung eines Vorgesprächs sollten Reflexionsfragen formuliert werden, zum Beispiel zum Verhältnis der Lehrkraft zu den Schülerinnen, zu Bedingungen in den jeweiligen Einzelsituationen, Klassenstufen, Persönlichkeiten, zum Stand der Auseinandersetzung mit Rassismus sowie zur Resilienz der Schülerinnen. Bei einem möglichen Vorgespräch sind aber zu den folgenden Aspekten und Risiken zu berücksichtigen. Eins wäre der unterschiedliche Umgang mit Rassismus. Es gibt Schülerinnen zum Beispiel, die sich mit Rassismus intensiv beschäftigt haben und sich sicher fühlen, darüber zu sprechen. Andere möchten aber leider, aber lieber nicht darüber reden, beziehungsweise dazu angesprochen werden. Das muss sehr stark berücksichtigt. Wenn Lehrkräfte vor einer Unterrichtseinheit mit schwarzen Schülerinnen in der Klasse das Gespräch suchen, zum Beispiel um anzukündigen, dass ein Text behandelt wird, in dem das N-Wort vorkommt, müssen dann die unterschiedlichen Umgangsweisen unbedingt berücksichtigt werden. Und es ist auch wichtig, Bewusstsein machen des Machtgefälles zu stellen. Das heißt, dass es für Schülerinnen aufgrund der schulischen Machthierarchie schwierig sein kann, über den eigenen Gefühl und Verletzlichkeit mit der Lehrkraft ein offenes Gespräch zu führen. Deswegen dazu kann man auch Schulsozialarbeiter auch einbeziehen als Person, die in solche Vorgespräche teilnehmen kann.
um als weiße Lehrkraft zum Beispiel bei dem Thema verantwortungsvoll mit dem Machtgefälle umzugehen, ist es auch wichtig, laut unserer Leitfaden, sich klar und offen gegen Rassismus zu positionieren. Das heißt, die Lehrkräfte müssen sich auch klar und offen gegen Rassismus positionieren und sich auch als Ally anzubieten. Das bedeutet, nicht nur nicht rassistisch zu agieren, sondern auch antirassistisch sich zu positionieren. Das bedeutet auch, dass es bei einer solchen Text- oder Buchbesprechung unter anderem in und außerhalb des Unterrichts für betroffene Kinder oder Schülerinnen Zeit gegeben muss für persönliches Feedback. Allerdings sollte es auch machtkritischer Umgang mit dem Thema nicht bedeuten, dass Schülerinnen oder Eltern die Verantwortungs- oder gar Entscheidung für die Thematisierung in der Klasse oder Schule aufgebündelt wird. Man muss auch die Othering auch vermeiden, dass zum Beispiel durch solche Gespräche auch, dass diese Gefühl, dass man noch die Diskriminierung verstärkt, weil man kann auch durch solche Vorgespräche signalisieren, dass das ein Problem nur von schwarzen Kindern ist. Das ist nicht der Fall. Der Fall ist, dass das natürlich ein Thema, ein Problem, die alle Schülerinnen betrifft, das heißt, die alle Schülerinnen beschäftigt sein sollten. Aber wenn es keine schwarzen Schülerinnen in der Klasse sind oder gibt, das bleibt alles genau wie es erwähnt wurde, dass man solche Texte nicht benutzen muss, aber oder dass man, wenn, dann sehr kritisch reflektieren muss. Trotzdem, in diesem Fall, natürlich kann man keine Vorgespräche haben oder durchführen, um zu gucken, wie solche Texte zu benutzen sind, sondern sehr stark in der Reflexion, aber auch sehr stark in der Sensibilisierung für die Schülerinnen in der Klasse, dass dieser Begriff wird vielleicht verwendet werden, weil das Spezifische für eine Antirassismus-Thematik oder eine kolonialistische Thematik kommt, aber gleichzeitig, dass man stark die Rassismus Sensibilisierung in der Klasse nochmal betont. Wichtig ist aber, dass bei der kontextbezogenen Nutzungsbedarf die Lehrkräfte in der Klasse zum Thema rassistische Worte bzw. Geschichte und Bedeutung des N-Worts sehr stark betont, bevor dieser Text gelesen wird. Das ist sehr wichtig. Noch einmal als Handlungsmöglichkeit, wir betonen, man muss versuchen, diese Begriffe nicht zu verwenden. Vielen Dank.